Bitte, bitte sag mir, was ist Rhythmus? Was ist eigentlich Rhythmus? Kommt. Bitte, bitte sag mir, was ist Rhythmus? Die Schülerinnen können in meinem Unterricht Rhythmus erleben. Rhythmus als verbindendes Element zwischen Musik und Bewegung. Hör doch mal her, du, das ist nicht schwer, du. Ich merke immer wieder, dass die Eigenschaften von Rhythmus, also, ja, was macht Rhythmus? Manchmal tust du was, manchmal nichts. Der wiederholt sich, der ist intensiv, der strukturiert, der ist genau. Komm, wir machen einen kleinen Schritt, dann wird es klar, wo es hinkommt. Bitte, bitte sag mir, was ist Rhythmus? Wenn diese Eigenschaften von Rhythmus auch die Kennzeichen von erfolgreichem Lernen sind. Manchmal tust du was, manchmal nichts. Das war klasse. Nichts genau nach dem Nichts, nach der Pause. Dann können wir daraus folgen, dass wir über Rhythmus lernen. Bitte, bitte, sag mir, was ist Rhythmus? Hör doch mal her, du, das ist nicht schwer, du. Bitte, bitte, sag mir, was ist Rhythmus? Rhythmik muss ein fester Bestandteil in jeder sozialpädagogischen Ausbildung sein oder bleiben. Und wenn es das nicht ist, dann muss es das werden. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nicht in die Schule wollte. Und letztendlich bin ich doch in der Schule gelandet und versuche hier die Freiräume zu erobern, die mir dieser Rahmen bietet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Quinte. Und da ist euer Ton. Folge mein Ruf. Komm, wir fangen gleich eine Runde an mit Julia. Dum, bam, einfach weitermachen. Und bam, 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 dum, bam, bam. Die konkreten Inhalte im Unterricht sind zweigleisig. Auf der einen Seite sind alle Dinge im Anwendungsbereich. Ich nenne das mal die Schatzkiste, die alle lieben, aus der man schöpfen kann, wenn man dann in die Praxis geht und die Schatzkiste wieder auspackt. Das andere Gleis, das sind die Dinge, die in einer Fachschule vorkommen, aber nicht in einer Kindergruppe. Zum Beispiel die Reflexionsebene. Für mich ist es besonders wichtig, dass die angehenden Erzieherinnen in ihrem Unterricht musikalische und auch körperliche Ausdrucksfähigkeit erfahren können. Und das braucht Unbefangenheit. Und in einem Kontext wie Schule ist Unbefangenheit etwas sehr Wertvolles. Und habt ihr noch eine Idee, was draußen passiert, wenn es dunkel wird? Heulen die Wölfe auf? Wenn es dunkel wird draußen, heulen Wölfe im Wald. Improvisation ist immer auch Teil des rhythmischen Prinzips. Ich möchte die angehenden Erzieherinnen auch dazu ermutigen, nicht immer alles festzulegen. Für Kinder ist alles, was festgelegt ist, verbunden auch mit einer Versagensangst, wenn es dann doch anders ist. Wir lernen aber hier auch Improvisation anwenden. Improvisation ist ja auch immer der Schritt vor einer Komposition und bevor ich eine Struktur festlege. Und wir sind den Weg heute zusammen gegangen, freimetrisch durch den Raum. Wir haben unsere Gedanken fließen lassen. Es kommt ein Metrum dazu. Es entsteht eine Form. Neuanfang. In dem Rhythmikunterricht hier können die Schüler unmittelbar Praxis und Theorie miteinander verknüpfen. Und zwar, das ist mir wichtig, genau in dieser Reihenfolge. Erst die Praxis, dann die Theorie. Erleben, erkennen, benennen. Sie erfahren in meinem Unterricht Selbstwirksamkeit. Ich klinge, also bin ich. Bei Peter Fox ist es andersrum, es fängt schon oben an. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht. Ich glaube, dass sich mein Unterricht im Laufe der Zeit schon verändert hat. Wenn ich konkret an die Situation von heute denke, dann hätte ich zum Thema Neuanfang sicherlich Dvorak rausgesucht oder Raymond Scott, Schnittke, solche Komponisten. Und jetzt habe ich mich eingelassen auf Peter Fox und Clüso. Es muss das Ding der Schüler bleiben.
damit sie diese Anspruchshaltung behalten und nicht sich zurücklehnen und zu Rezipienten selber werden in ihrem eigenen Stück oder in ihrem eigenen Unterricht. Okay, Gesang. Die Welt mit Staub. Bewegung klingt und Klang bewegt. Und diese verbindende Kraft zwischen Musik und Bewegung ist in jeder Stunde, ob heute oder vor vielen Jahren, vorhanden. Neuanfang.